bin der Robin, einer der drei Gründer von Umami. Und Umami produziert hier in der Mitte der Stadt Microgreens. Microgreens beschreibt eigentlich ein Stadium einer Pflanze. Und zwar ist es das Stadium, wo die Pflanze die höchste Konzentration an Nährstoff und Vitalstoff hat. Und das ist dann, wenn sie älter ist wie eine Sprosse, aber noch nicht so alt wie eine ausgewachsene Pflanze. Und zu dem Zeitpunkt ernten wir die Pflanze. Ernten. Und bei unserem Ökosystem hat sie die besten Conditions, die besten Voraussetzungen, um so zu wachsen. Angefangen hat es eigentlich nicht als Schnapsidee, sondern als Geschmacksidee. Weil wir drei Gründer vor allem, und auch drei gute Freunde damals eine Idee hatten, wie wir kulinarisch leben sollen. Eigentlich ein Restaurant aufmachen wollen. Und ein wichtiger Teil von diesem Konzept war, dass mindestens die Hälfte von dem, was wir auftischen, das selber produzieren. Die Idee des Restaurants ist dann nie real geworden. Heute sagen wir zum Glück. Und wir sind dann wie einen Schritt zurück. Und zwar wirklich in die Produktion der Lebensmittel und haben uns mit der Thematik auseinandergesetzt, wie wird Essen produziert, mit der Bevölkerung, die immer mehr wächst, mit den langen Distanzen der Lieferungen. Und wir haben dann wirklich wollen, am Ort vom Konsum hochwertige Lebensmittel produzieren. Und wir wollten das Restaurant in der Stadt machen. In der Stadt hat man nicht so viel Platz zur Verfügung, um Sachen anzubauen. Darum haben wir uns eigentlich auch mit alternativen Anbaumethoden auseinandergesetzt, die trotzdem qualitativ hochwertige Food zulassen und sind so auf die Aquaponik gekommen. Was das bedeutet, ist, dass du Fisch und Pflanzen zusammen in einem Nährstoff- und Wasserkreislauf hast und die zwei leben in einer Symbiose. Was man hier sieht, ist eigentlich unser Herzstück, der Kern von Umami. Es ist unser Ökosystem. Wir haben einen Teil hier drin, wo wir eigentlich Natur sind. Da werden alle Nährstoffe generiert, abgebaut, verwertet und wieder umgewandelt. Und auf dieser Seite haben wir eigentlich unsere Gestelle, die wir aktiv bewirtschaften, wo wir Pflanzen rein tun, die wir nachher wieder rausnehmen wollen, um zu essen. Man sieht, es hat da ganz viel Wasser drin, es fließt überall. Da leben prinzipiell mal Fische drin, die füttern wir mit biovegetarischem Futter. Die verdauen das und dann geht es eigentlich die ganze Nahrungskette runter, über Garnelen, Schnecken, Muscheln, Algen, Plankton bis aber zu ganz kleinen Tieren wie Bakterien, die alle von diesen Ausscheidungen leben. Und das ist dann irgendwann sedimentlos und in ganz komplexer Form im Wasser gelöst, sodass wir das Wasser nachher in die Biegestelle hinein tun, wo die Pflanzen dann davon leben. Während wir das Wasser in die Gestelle tun, nehmen die Pflanzen die Nährstoffe wieder raus. Das Wasser wird sozusagen wieder leer. Und dann kann man das mit einem System zurückgeben als frisches Quellwasser. Und so eigentlich den Kreislauf wieder von neuem starten. Bei uns im Speziellen haben wir nicht einfach irgendwelche Tanks und irgendwelche sterile Gestelle, sondern bei uns wollen wir eigentlich mit der Natur produzieren. Und das macht uns aus, dass wir möglichst viele verschiedene Nährstoffe, möglichst viele verschiedene Tiere haben, die die besten Nährstoffe dann für die Pflanzen generieren. Besonders an unserem Betrieb ist, dass wir junge, naive Typen sind, die vielleicht eine andere Herangehensweise haben. Vor allem in dem doch sehr industriellen Teil, Nahrungsmittelproduktion. Und eigentlich damit Anklang finden. Und können beweisen, dass die Natur eigentlich alles schon kann. Und man da nicht von Hand nach gross muss etwas reinmischen muss. Muss sie einfach ein bisschen besser verstehen. Und wenn man das macht, dann kann man eigentlich viel daraus rausernten und davon leben auch. Wenn man Microgreens isst, kommt man eine höhere Konzentration an Nährstoff über, wie wenn man das Gemüse oder das Kräutchen in der ausgewachsenen Form isst. Man kann es über die Suppe streuen, man kann es auf ein Canapé tun, mit einem Frischkäse drauf zum Beispiel. Man kann es über das Raclette streuen, am Schluss, nachdem man es brötelt hat. Also eigentlich überall, um noch ein bisschen Pfiff hineingeben und Geschmack.